Angefangen hat alles mit dem ersten fair gehandelten Fußball weltweit. Heute, 12 Jahre später, sind es Schuhe. Zwölf Modelle in etwa 200 verschiedenen Farben und Styles. Ohne tierischen Kleber, dafür mit Latexmilch aus der Baumrinde. Marc Solterbergs Schuhe tragen seit 2010 das Fairtrade-Siegel. Und um das zu bekommen, checken unabhängige Gutachter im Auftrag von Fairtrade die Produktion vor Ort. Die sprechen mit den Mitarbeitern, die lassen sich die Gehaltsabrechnung zeigen. Die kontrollieren, ob in dem Lager auch Bio-Baumwolle und nicht konventionelle Baumwolle ist. Das sind schon harte Prüfungen und ist auch für die Unternehmen sehr, sehr aufwendig. Denn auch die Firmen, die seine Schuhe hier in Pakistan produzieren, müssen dokumentieren, dass sie Mindestlöhne zahlen, es keine Diskriminierungen gibt und die Sicherheit der Mitarbeiter am Arbeitsplatz gewährleistet ist. Und um sich auch davon zu überzeugen, hat der Lübecker sogar einen Mitarbeiter vor Ort. Er selbst fliegt mehrmals im Jahr zu seinen Lieferanten, trifft zertifizierte Fairtrade Baumwollspinnereien, die den Stoff für seine Sneakers herstellen. Fair ist jetzt, finde ich, nichts Besonderes. Die Menschen, 90% aller Menschen, behandeln sich ordentlich. Es gibt halt nur 10%, auch in der Wirtschaft, die sich nicht anständig oder ordentlich verhalten. Und eigentlich müsste es ein Unfair-Siegel geben für diese. In Lübeck hat der Firmenchef nur eine Etage in einem Gewerbezweckbau. Weltweit beschäftigt Marc Solterbeck 6 Mitarbeiter. Hello. Seine Designerin sitzt in Berlin. Wie sehen die aus? Echt schön. Okay. Im Jahr verkauft er 30.000 fair gehandelte Schuhe. Markus Schwarz setzt sich für fairen Handel im Bündnis Eine Welt Schleswig-Holstein ein. Er kennt die Probleme des Marktes und weiß, dass Kunden immer mehr Wert auf Nachhaltigkeit legen. Bei Athletics ist es halt so, dass sie halt wirklich mit den Produzenten selber in Kontakt stehen und halt wirklich konkret vor Ort nach Lösungen suchen und dann halt auch wirklich die Zertifizierungssysteme, die Entlohnung der Arbeiter halt diskutiert wird. Was natürlich für ein kleines Unternehmen immer einfacher ist als vielleicht für so ein großes transnationales Unternehmen. Sogar das Bundesministerium für Entwicklung will seit langem die Arbeitsbedingungen in Niedriglohnländern verbessern. Und so hat Minister Gerd Müller schon vor 2 Jahren ein Bündnis für nachhaltige Textilien ins Leben gerufen. Doch das Problem ist immer noch groß. Denn das Bündnis sieht zwar Gesundheits- und Arbeitsstandards vor, aber die Hersteller kontrollieren sich selbst und der Beitritt ist freiwillig. Das ist halt schon sehr ärgerlich, dass da Unternehmen halt auch nicht verpflichtet werden. Es gibt jetzt derzeit halt auch viele Initiativen, die halt so eine Verpflichtung von Unternehmen fordern, wirklich da für Menschenrechte einzuhalten in den Fabriken und wirklich auch haftbar zu machen. Bei Marc Solterbecks Sneakers garantiert das Fairtrade-Siegel menschenwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen. Nachhaltigkeit ist soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit ist aber auch ökologische Verantwortung. Und wenn wir nicht nachhaltig handeln, also jeder Einzelne von uns, dann wird unser Planet nicht überleben, weil wir im Moment schon 1,5 Planeten verbrauchen pro Jahr. Um die Mitarbeiter vor Ort zusätzlich zu unterstützen, spenden die Lübecker 15% des Warenwertes an die Arbeiter. Einer von vielen Gründen, warum sie nun mit dem Fairtrade Award 2016 ausgezeichnet wurden, dem Oscar der Nachhaltigkeitsszene.